wieder radeln. Warum eigentlich nicht, heißt der Titel. Und ja, nach der Radreise ist vor der Radreise. In 6 Wochen ist so einiges passiert. Runter vom Sofa, ne? Allgäuer Damen sind auch wieder da. Radreise, schon wieder, aber warum eigentlich nicht? So super gefallen, das hat mir so einen Spaß gemacht. Und warum eigentlich nicht? Einfach machen! Servus ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Warum eigentlich nicht, heißt der Titel. Und ja, nach der Radreise ist vor der Radreise. Ja, es ist nun 6 Wochen her, dass ich von meiner Radreise München-Venedig wieder da bin. Und ja, in den letzten sechs Wochen ist so einiges passiert und ja, sitze auch das erste Mal seit Venedig, quasi seitdem ich zurück bin, wieder auf dem Radl. Und ja, mach heute mal eine ganz flockige Tour hier im Allgäu, nicht weit, nur eine kleine Runde. Eigentlich mehr oder weniger euch abzudaten und ja, was in den letzten 6 Wochen passiert ist und was es Neues gibt, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Hier mal wieder ein schöner Blick auf den Hochgrat und die Nagelflugkette hier in Stiefenhofen. Ja, heute ist Samstag und ja, es ist einiges los. Ich muss immer wieder hier meine Filmerei abbrechen. Servus. Und ja, bin ich gar nicht mehr gewohnt, hier auf dem Samstag am Wochenende zu radeln, da ich ja doch meistens in der Woche mein Wochenende habe. Aber ich genieße es gerade trotzdem und ärgere mich, dass ich nicht doch schon heute Mittag los bin jetzt gerade. Ja, wir haben es jetzt glaube ich schon fast 18 Uhr und ja, runter vom Sofa, ne? Aber ja, bin ich ehrlich, der Schweinehund war heute ein bisschen stärker bis eben gerade und ja, jetzt wenigstens noch mal ein paar Kilometer auf dem Bike. Das tut ja doch ganz gut. Macht ihr das auch öfter mal nach Feierabend? Einfach noch mal so paar Kilometer einfach mal den Kopf frei bekommen. Ich finde das genial. Mache ich viel zu selten. Und meine Servus, meine Allgäuer Damen sind auch wieder da. Sehr schön. Gell, Mädels? Und ja, während ich so auf der Couch verweilt bin oder auf dem Balkon in der Sonne, habe ich gedacht, steig aufs Bike, warum eigentlich nicht? Einfach machen, warum eigentlich nicht? Ja, und Servus, darum soll es heute auch in dem Video gehen. Warum eigentlich nicht? Das habe ich mich die letzten Tage vermehrt gefragt. Warum eigentlich nicht? Ja, es ist wohl so, dass ich oder mir für September Urlaub in Aussicht gestellt worden ist und ja, da stellte sich die Frage, was machst du da eigentlich? Radreise? Schon wieder? Immerhin habe ich ja dieses Jahr mit den Radreisen angefangen, erstmalig, und ja, die erste Radreise war ja die Radrunde Allgäu, bevor ich mich dann in oder auf München-Venedig gestürzt habe. Und jetzt habe ich überlegt, ja, was machst du in deinem Urlaub? Und da habe ich mir gedacht, Radreise,
warum eigentlich nicht? Und ja, das wäre dann die dritte. Und ich muss sagen, dieses München-Venedig, das hat mir so super gefallen. Das hat mir so einen Spaß gemacht und war so klasse, dass ich gesagt habe, ja, ich mache noch eine Radreise. Und ja, es ist echt ein bisschen wie eine Sucht geworden, bin ich ganz ehrlich. Aber warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Und ja, deshalb habe ich beschlossen, auf Radreise zu gehen. Was ich genau vorhabe, werde ich euch noch ein paar Details in diesem Video verraten. Und ich hatte ja die Umfrage gestartet auf der Community in YouTube und ja, ich glaube 78% oder sowas haben gesagt, ja, mach doch mal einen Livestream, damit wir einfach mal über die Radreise, Servus, Radreise München-Venedig quatschen können. Ja, weil da ja doch noch einige Fragen eurerseits auch offen waren und in dem Livestream soll es natürlich auch um die nächste Radreise gehen. Livestream wird dann ja irgendwann in nächster Zeit folgen. Werde ich natürlich auf YouTube, Facebook, Instagram natürlich ankündigen. Und ja, ich werde das mal ausprobieren. Mal gucken, wie die Resonanz so ist, ob ich alleine davor hocke oder ja, ob jemand doch dann Interesse hat. Ist natürlich jetzt auch Ferienzeit, aber warum nicht? Warum eigentlich nicht? Einfach machen. Ich glaube, dieses Warum eigentlich nicht? Ich glaube, die Frage ja, hat sich eigentlich jeder schon gestellt. Und ich finde, oftmals ist es so, dass man ja eher dann neigt zum Negativen, also es nicht zu machen. Ich bin da anders. Warum eigentlich nicht? Machen. Mehr als auf die Schnauze fallen, können wir doch nicht, oder? Wir sind gerade in Oberstaufen eingefahren und ja, sind doch recht viele Fußgänger unterwegs. Liegt wahrscheinlich daran, dass heute Feuerwehrfest ist in Oberstaufen. Aber ja, da will ich heute nicht hin. Auf der Radreise München-Venedig, ja, habe natürlich nicht nur ich gelitten, sondern auch ja, Material. Wie ihr wisst, mein Sigma, also das ist, glaube ich, nicht mehr zu retten. Da hat es irgendwie auch einen technischen Schaden. Der bricht ja immer die Route ab, hatte ich ja mal auf der Tour dann gezeigt. Und ja, habe ich ziemlich günstig mal bei eBay Kleinanzeigen geschossen. Ja, ich habe schon mal geguckt nach einem neuen, weil ich doch damit sehr zufrieden war. Wie ich feststellen musste, gibt es dafür ja sogar extra auch Schutzhüllen, falls es mal runterfällt, was der Herr dann nicht hatte. Also ist unbedingt zu empfehlen. Und ja, die werde ich mir dann natürlich dann das nächste Mal dazu bestellen. Man lernt ja dazu. Ja, nicht nur das Sigma hat gelitten, sondern auch ja, meine Radtaschen, die hatte ich ja auch relativ günstig geschossen und ja, macht sich doch jetzt auch bemerkbar. Was mir auch nicht so ganz gut gefallen hat, ist der Rackpack, der oben auf dem Gepäckträger lag, der ist doch öfter verrutscht und ja, wenn man an die Seitentaschen wollte, musste man den dann immer runternehmen.
oder es hat die Sachen, die in den Seitentaschen war, ziemlich zerdrückt. Ja, in der Hinsicht wird sich also auch noch einiges tun. Ja, ich habe mir ein paar Sachen bestellt und ja, da muss ich dann nochmal dazu sagen, dass ich das ganz klasse finde, dass die YouTuber, der größte Teil, wirklich gut zusammenhält und man sich gegenseitig Tipps gibt. Das finde ich großartig und ja, in dem Fall muss ich mich jetzt heute mal bei Harry Radl, Harry aus Duisburg bedanken, der mich da, denke ich, ganz gut beraten hat. Wenn schon auf dem Rad, darf die Steigung natürlich nicht fehlen. Die werde ich jetzt hier mal hochfahren, damit ich nicht den gleichen Weg zurückfahre. Ja, aber es ist trotzdem herrlich. Ich mache hier heute auch auf ganz entspannte Basis. Fahr mit höherer Unterstützung. Aber ist ja eigentlich auch völlig wurscht. Man merkt dann doch, wenn man 6 Wochen nicht auf dem Radl saß, gell? Das macht sich echt bemerkbar. Ich muss unbedingt was tun. Aber der Hahnschenkel von Oberstaufen ist gleich erklommen. Ach Heimat, was bist du schön. Ja, meine nächste Radreise mal so grob geplant und mal die Kilometer auf Facebook, Instagram gepostet und ja, da kamen gleich die ersten, die gerätselt haben, welche Tour es wohl sein könnte und lagen aber alle falsch. Irgendwann habe ich es dann auch abgebrochen, weil ja, können ja alle Radwege durchgehen, irgendwann ist er dabei, ne? Und ja, es werden, ich hatte gepostet, 1000 Kilometer, es wird ein bisschen weniger, jetzt sind es so 850 Kilometer. Ja, ich bin mörder gespannt, weil es wird mal komplett was anderes. Ja, wir werden auf jeden Fall, so viel kann ich verraten, die Berge verlassen oder die Alpen. Und ja, bei mir ist halt immer so ein bisschen das Problem, wie komme ich zu dem Ausgangspunkt zurück? Viele fahren ja mit der Bahn, aber in Zeiten von 9-Euro-Ticket kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja, und wenn man dann noch 4-5 Mal umsteigen muss, kann ich es mir noch weniger vorstellen. Jetzt habe ich aber mittlerweile, während ihr hier nochmal einen Blick auf die Nagelflugkette kriegt, eine gute Lösung gefunden und ja, bin mega gespannt. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, ihr könnt ja mal so eure Tipps reinwerfen, was ihr denkt, wo es hingeht. Jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, wo ich lang muss. Ich habe nämlich so ein bisschen die Orientierung hier verloren. Hier geht es nach Stiefenhofen. Ja, gut. Ja, könnt ihr mal Tipps reinschreiben, was ihr denkt. Und ja, ich hatte erst überlegt, fährst du noch mal über die Alpen, weil es mir so gut gefallen hat. Aber auch ich brauche mal ein bisschen Schalten, ist kein Geheimnis. Auch ich brauche mal ein bisschen Abwechslung. Kurz vor Stiefenhofen sitze ich hier auf meinem Bänkle und
genieße noch etwas die Aussicht, gucken, dass ich hier nicht gegen die Sonne filme. Und warum eigentlich nicht? Sitzen, genießen. Warum eigentlich nicht? Ja, zur Radreise noch ganz kurz. Wie gesagt, ich habe einiges jetzt neu bestellt fürs Rad, unter anderem Taschen und noch ein paar andere Dinge. Das werde ich euch aber in einem anderen Video nochmal zeigen, was kommen wird. Und ja, dann wird es nochmal eine große Testfahrt durchs Allgäu geben. Die Tour habe ich schon geplant, da freue ich mich schon mega drauf. Ich denke dann auch mal wieder mit Kochen und allen drum und dran. Ja, mit den neuen Sachen mal eine Testfahrt. Ja, am Bike selber muss ich, glaube ich, das Hinterrad nochmal zentrieren lassen. Das hat auch eine kleine 8 weg, bin ich der Meinung. Und ja, dann dürfte eigentlich dem Ganzen nichts im Wege stehen. Ja, zur Radreise werde ich dann auch meinen Dachträger, dann meinen neuen, wenn ihr das Video habt, ihr habt bestimmt gesehen. Ja, da fliegt jetzt gerade ein Segelflugzeug, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Segelflugzeug nicht zu laut, da fliegt gerade ein Flugzeug, so. Jetzt habe ich einen Faden verloren, genau, meinen Dachgepäckträger von Fischer werde ich da dann ausgiebig testen, weil es doch eine weitere Anfahrt ist. Also wir werden definitiv das Allgäu verlassen zur Radreise und wie gesagt, ich denke mal im Livestream werde ich dann das Geheimnis dann auch lüften, wo es dann hingeht. Ich freue mich drauf, wird wie gesagt mal was anderes. Ich habe lange hin und her überlegt, was ich mache, wo ich fahre und ja, auch da nach dem Motto, warum eigentlich nicht, einfach machen und ja, schauen wir mal, wie es wird. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf die neuen Sachen am Bike und natürlich dann auf der Radreise. Ein bisschen ist es ja noch hin, so circa 6 Wochen habe ich ja noch Zeit. Ja, die Arbeit hat mich voll im Griff, deshalb ja, ist es jetzt auch ein bisschen ruhig geworden oder gab es jetzt nicht so viel aus dem Allgäu. Ich habe ja relativ schnell meine München-Venedig-Videos rausgehauen. Ihr wisst ja, ich versuche sowas immer alles zeitnah und aktuell zu halten, meinen Kanal. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und ja, so mache ich das. Andere machen es anders und ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, ich denke mal, damit seid ihr auf dem neuesten Stand. Und das Wichtigste möchte ich natürlich nicht vergessen. Es sind ja der ein oder andere Abonnent jetzt dazugekommen. Da will ich mich mal recht herzlich bedanken. Schön, dass ihr jetzt auch dabei seid. Freue ich mich mega drüber. Auch vielen Dank für die ganzen Kommentare unter den Videos. Echt Bombe, ihr seid der Wahnsinn, echt spitze, habe ich mich mega drüber gefreut und ja, ich denke mal, oder ja, Ziel ist es jetzt, oder mein persönliches Ziel wären 1000 Abonnenten dieses Jahr, das wäre natürlich großartig, womit ich nie gerechnet habe. Mein persönliches Ziel war eigentlich für dieses Jahr 600-700 und ja, das Ziel habe ich übertroffen. Dann muss man sich neue Ziele setzen und ja, warum eigentlich nicht? Einfach neue Ziele setzen und einfach machen. Also ich habe im Leben lange genug nicht gemacht und bereue es auch, dass ich trotz viel Arbeit jetzt in letzter Zeit nicht so viel auf dem Bike saß und das werde ich jetzt auch schnellstmöglich wieder ändern, dass ich ein bisschen fitter in die Tour gehe und ja, würde sagen, weiter jetzt Richtung Rutzhofen. Das soll es im Großen und Ganzen eigentlich auch schon gewesen sein. Sollte jetzt eigentlich einfach mal kleines Update-Video sein. Und ja, hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht hier bei mir. Ich bin es auf jeden Fall. Und wie gesagt, den Livestream werde ich rechtzeitig ankündigen. Auf Facebook, Instagram und in der YouTube-Community. Würde mich natürlich mega freuen, wenn viele von euch dabei sind. Und ja, so habt ihr einfach auch nochmal die Chance, ja, Fragen beantwortet zu bekommen. Und ja, natürlich will ich dann auch das Geheimnis lüften. Wo geht's hin auf der nächsten
Radreise. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch hier aus dem schönen Allgäu. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Und ja, mir bleibt nicht viel mehr zu sagen als Servus, macht's gut, bis bald.